Gloria in excelsis Deo. Das Licht der gesegneten Kerze vertreibt die Dunkelheit um das Grab. Das Läuten der Glocken und der Gesang des Gloria verkünden Ostern aus Jerusalem. Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem die Osternacht, die Mutter aller Vigilien, am Morgen des Karsamstags gefeiert wird, wie es in der Antike üblich war. Es ist der erste Ort auf der Welt, an dem Ostern gefeiert wird. Von hier aus, vom leeren Grab aus, ist seit über 2000 Jahren die Verkündigung der Auferstehung in die ganze Welt gegangen. Die Liturgie ist sehr symbolisch. Das Feuer wird vor dem Stein der Salbung gesegnet. Vor dem Schrein der Anastasis wird die Osterkerze mit einer Flamme aus dem Grab entzündet. Das Licht Christi, das von der Kerze ausgeht, breitet sich von einem zum anderen aus, ein Zeichen für das neue Leben in Christus, das uns befähigt, als Kinder des Lichts zu leben. Die Verkündigung der sieben Lesungen, die sich mit den Psalmen abwechseln, erneuert für die Gläubigen die Heilsgeschichte. Die Glocken läuten feierlich zum Gesang des Gloria und verkünden der Welt die Auferstehung. Schließlich die Segnung des Wassers mit der Erneuerung des Taufversprechens. Die Feier wurde von Erzbischof Pier Battista Pizzaballa, dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem, geleitet, der in seiner Predigt von der erschütternden Bedeutung des leeren Grabes sprach. Das ist unser Glaube. Dies ist unsere Verkündigung, sagte er in seiner Predigt. Er ist nicht hier. Er ist wahrhaft auferstanden, wie er gesagt hat. Und indem wir vor dem Geheimnis des leeren Grabes auf die Knie gehen, bekräftigen wir, dass wir trotz unserer Begrenztheit und unserer Unsicherheiten glauben. Von Jerusalem aus vor dem leeren Grab wird die Verkündigung der Auferstehung erneuert. Die Verkündigung einer neuen Freude, die in die Welt einbricht, so der Patriarch weiter, die nicht an diesem Ort eingeschlossen bleiben kann, sondern von hier aus noch heute alle erreichen muss, überall auf der Welt. Wie die Frauen am Grab trägt heute jeder Christ die erneuerte Gewissheit mit sich, dass Christus auferstanden ist und den Auftrag, mit seinem Leben zu verkünden, dass er unter uns lebendig ist.